habe heute mal so richtig Lust, mich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Und zwar mache ich das in der Herbertstube in Feldkirchen bei Graz. Danke, Simone, dass du dir Zeit nimmst, dass du mich kulinarisch mit eurer exzellenten Küche verwöhnst. Ich habe gesehen, ihr habt es ja wirklich schon ganz toll weihnachtlich dekoriert. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Für die Dekoration habe ich so 2-3 Tage gebraucht, mit Hilfe. Das braucht man aber schon ganz schön lange. Ja, aber es macht Spaß. Innen und außen natürlich. Innen und außen, ja. Ich habe in dieser Weihnachtsecke dieses Kochbuch gefunden. Was hat es denn mit dem Kochbuch auf sich? Das ist eine Neuauflage vom Sterz und Polenta Kochbuch, wo mein Vater Rezepte gesammelt hat, wir sie nachgekocht haben, ein bisschen moderner gestaltet haben, damit sie in die heutige Zeit passen. Und also eine Sammlung eurer Polenta- und Sterzrezepte sozusagen. Genau, ja. Was erwartet mich jetzt? Was bekomme ich jetzt zum Essen? Du bekommst jetzt mal eine Schilcherrahmsuppe zum Anwärmen. Dann gibt es einen Eisenerzer Seesäibling mit einem roten Rübenrisotto. Oh, lecker. Und als Nachspeise haben wir gedacht, wäre ein Schokotörtchen mit Zwetschgenröster sehr gut. Na, da sind keine Wünsche offen mehr dann. Super. Na dann. Prost nochmal. Prost. Prost und danke nochmal. Danke fürs Kommen. Simone, hast du auch einen Adventsspruch für uns? Nur wer die Herzen bewegt, bewegt auch die Welt. Ein Spruch vom Ernst Bleicher. Schön. Simone, hast du auch ein Geschenk für unsere Zuseher? Ja, unser Sterz und Polenta Kochbuch. Ja, und wer das gewinnen möchte, schreibt einfach eine Nachricht an die hier unten eingeblendete Adresse mit dem Stichwort Sterz und Polenta.